Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Kundenarium. Wir haben in der letzten Folge in einer neuen Höhle aufgehört. Und das spielen wir heute mal weiter. So, ich habe das Spiel gerade gestartet, wie man sieht. Und ja, es dauert wieder. Na komm. Ja, man hört sich kränkel immer noch. Es ist nicht mehr schön für mich. Zumal einem die Lust und Laune da auch an allem vergeht. Und ja, da sind wir. Ich frage mich, warum sich das so verschoben hat. Und warum kann ich den Handschuh hier nicht anwenden? Ne? Ah, jetzt. Okay. Eine Unterwasserhöhle, aber mit so viel Grünzeug. Ja gut. Was? Wo? To other expedition parties. Is there anyone who can read me? One person is dead, and two others have been injured by the partial ice cave collapse. Okay. There is something here with us. Do not come through our expedition route. I repeat, do not come through our expedition route. Yes, I read you. This is Frank. For God's sake, what happened? And please, tell me where I can find you. Frank, do not stray from your path. We have come across something... Das hört sich nicht interessant an. Terrible. Do not come here through our expedition route, no matter what happens. It looks like this fiendish netherworld depends on some kind of energy. An energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk. Okay. With crystals on top. And they are able to clear away some of the strange plants. Dr. Faust? Oh, come on, not again! Ja. This is nonsense. Komm. I cannot understand what is going on. Aber woher soll ich wissen, welches den hier Weg ist? Mann, lass doch mal den Handschuh jetzt ausgerüstet hier. Jetzt lass den ausgerüstet. Okay, den kann ich jetzt nicht auswählen. Toll. Was ist das? Ein Ritualtisch. Ach du Heimatland, hat der einen riesen Schädel. Ah, hier gibt es zwei Wege. Wir folgen mal dem rechten Pfad. Okay. Jetzt lass dir bitte auswählen.
Ah. Okay, hier hätte man also auch langlaufen können. Ja, gut. Okay, ich muss irgendwas finden, um die Pflanzen wegzumachen. Das kennen wir ja schon. Okay, der Handschuh piept. Looks like something's missing here. Ja, da fehlt was. Ich glaube, das müssen wir suchen gehen. Und zwar in der anderen Höhle. Haben wir noch zwei. Oh, okay. Hier liegt einer drin. Dem kann ich gar nichts veranstalten. Schade. Wir rennen mal ganz kurz hier außen rum. Oh. Hier noch irgendwo eins? Nee. Gut, dann gehen wir in die Anfangshöhle, wo wir reingekommen sind. Die ich eigentlich noch nicht gleich besuchen wollte. Hier hat sich nichts verändert. Also ab in diese hier. Oh, es piept. Wow. As I predicted, a race, reptilian in physiology, lived inside these ruins after the original builders. What's the Elder Things left the area after some unknown cataclysmic event. Now lost in an archaic and lost chapter of Earth's history. This relief depicts some reptilian creatures treating an elder thing with reverence. And the other relief with four tall figures, I believe symbolizes empty vessels. Huh. Golems. We've seen the same vessel figures depicted as assuming different roles several times in most of the murals or reliefs we've come across so far. Okay. Ich habe nichts verstanden. This obelisk is dead. The ice on the track is obstructing the movement. Ah, wie taue ich denn das jetzt auf? This obelisk is dead. Ach hier, ja, ich hab doch diese. The ice on the track is obstructing the movement.
da hinten ist auch noch was. Aber jetzt. Nicht weiter drehen, okay. Also, müsste jetzt da hinten eigentlich beides aktiv sein. Da hat sich immer noch nichts verändert. Oh ja, hier. Die Dinger leuchten. Wir gucken mal ganz kurz hier hinten nach. Ja, hier leuchtet immer noch nichts. Looks like something's missing here. Okay, so, und diese Höhle, da war ja auch noch irgendwas. Ja, hier passiert auch nicht wirklich was. Gut. So, da gucken wir mal. Dieses Ornament müssen wir bestimmt hier reinsetzen. So, und jetzt? Uiuiuiui. Da will ich doch mal was testen. Kann man das vielleicht dort drüben irgendwo einsetzen? Ist hier irgendwas Spektakuläres passiert? Rein theoretisch müsste das ja. Okay, der passt nicht. Also müssen wir dann einen anderen suchen. Das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Okay. Was war das? Okay. Seems weak. Ja gut, dann werden wir schon die Picke brauchen. Oh. Was ist das?
The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Okay. The symbol on this stone is illegible. Alter! There's no glyph on this stone. The symbol on this stone is illegible. I don't remember this symbol. The symbol on this stone is illegible. Hm. Ach du Heimatland! I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. Dida! I don't remember this symbol. Hä? Will er mich jetzt verarschen? That glyph doesn't ring any bells. Muss ich jetzt alles einzeln durchsuchen? I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. The symbol on this stone is illegible. Hä? I don't remember this symbol. Bringt auch nix. That glyph doesn't ring any bells. This symbol is exactly the same with the one I saw in the vision about repetition of specific symbols within the caverns below the base. Kann ich jetzt noch mehr rausnehmen? Nee. Geh jetzt mal in die andere Höhle. Ich will da mal was testen. Und ich hab doch hier so eine schöne. Das da. Okay. Das heißt, wir hätten den einen Weg, bevor wir mit dem U-Boot gefahren sind, auch so kaputt machen können. Wow. Gut, aber was uns hier dahinter erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.